Hallo, hier ist wieder Aston Pro X und willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Runde Fortnite Battle Royale. Heute werden wir, was weiß ich, spielen und versuchen den ersten Platz zu erreichen, um endlich mal einen besseren Gleiter freizuschalten. Also, genau, besser ist er noch niemals. Der soll wohl nur einfach besser aussehen, so als Trophäe sozusagen, dass man den Sieg geholt hat. Und wer 100 Siege geholt hat, meine ich, bekommt man auch nochmal einen, habe ich gehört. So, es gibt übrigens ein paar neue Shotguns. Es gibt mal eigentlich eine halbautomatische Shotgun, also so eine Schnellschuss-Shotgun, nehme ich mal an. Die ist ungewöhnlich. Dann gibt es irgendwie noch eine seltene Shotgun, eine epische Shotgun und eine legendäre Shotgun. Die habe ich aber bisher noch nicht gesehen. Die waren auch schon bei meinem letzten Video da, da habe ich nur, das nur noch nicht erwähnt. Ich habe die noch nicht gesehen, aber da war die Nachricht schon da, dass die da sind. Meine ich damit. Also, wo werde ich denn hingehen? Ja, ich gehe natürlich zu meinem Punkt, wo ich immer hingehe, und zwar, weil er halt einer der besten Punkte ist, wo man hingehen kann. Ganz einfach gesagt. Und der Bus fliegt auch relativ weit davon weg. Das ist gut, weil dann wird da erst recht niemand sein. Ich weiß auch genau, wo die ist, selbst ohne Karte, selbst ohne den blauen Punkt. Nämlich hinter dem Berg da unten in der Ecke. Also ich weiß, ihr seht, ich sehe den blauen Punkt, aber ich wüsste es auch ohne den blauen Punkt. So. Dann wollen wir mal zu unserem Lieblingsort fliegen. Beziehungsweise fallen. Ich glaube, das schaffen wir sogar ohne den Fallschirm aufzuklappen, oder? Probieren wir es aus. Zwischendurch gucke ich mal runter, um zu sehen, dass ich nicht zu tief komme, weil wenn doch, muss ich schnellstens den Hängegleiter einsetzen, wie der steht. Denn sonst schaffe ich es nicht. Oh, ich nehme doch den Hängegleiter gleich. Weil ich komme langsam zu tief, man schafft es tatsächlich nicht ohne Hängegleiter bis da hinten hin. Und deswegen nehme ich den jetzt auch und fliege damit bis nach da hinten. Ihr seht schon da hinten das kleine scheuliche Häuschen, ganz an der Ecke, direkt am Meer. Da kann man immer richtig schön looten, weil da meistens 2 bis 3 Schatzkisten drin sind. Das ist kein Scherz, das sind wirklich zum jedes Mal 2 bis 3 Schatzkisten drin. Also 2 in dem einen und 1 in den anderen Haus, und es ist nie ein Spieler da. Und man bekommt mindestens eine Schrotflinte oder ein Sturmgewehr meistens und Maschinenpistole eigentlich auch. Und da sind auch ungewöhnliche dabei, und einmal hatte ich sogar eine seltene, meine ich. Ich lande erstmal auf dem kleineren Häuschen hier. Hier ist meistens nur eine Schatzkiste. In dem anderen sind 2, nämlich im Obergeschoss und im Keller. Hier ist nur eine hier oben im Obergeschoss, aber die ist auch nicht immer da. Sie ist da, ich höre ihr Geräusch. Ihr dürft es auch hören. Sie ist da. Aber Moment, ich hole mir erstmal das Salvensturmgewehr. Und jetzt gönnen wir uns das Beste. Da unten ist sogar ein Granatwerfer, Leute. Muss ich mir gleich sofort holen. Sobald ich da unten hingehe. So, hier haben wir tatsächlich einen Granatwerfer. Das ist ja richtig lol. Und wir trinken natürlich sofort unsere beiden Schildtränke, sodass wir doppelte Leben haben. Und das Beste ist, wir sind auch direkt in der Sturmzone drin. Das finde ich sehr toll. Denn so werden wir erstmal kein Problem bekommen. Noch ein Schildtrank. Okay, heute ist richtig viel Loot in diesem Haus. Ich habe einen Schallensturmgewehr und sogar einen Granatwerfer. Und Granatwerfer am Anfang, hallo? Das ist echt was Besonderes. Und der hat sogar 8 Schuss drin, direkt. Und hier unten steht wie immer eine schöne Munitionskiste, wo man seine Waffen laden kann. Und hier ist direkt eine epische Schrotflinte.
Aha, die epische Taktik. Na, die heißt anders, meine ich, oder? Ich habe noch nie eine epische taktische Rundfunk gesehen. Das ist vielleicht eine von den neuen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehme ich sie mit. Und nehme sie auch gleich mal in die Hand, falls mir jemand begegnet, etwas relativ unwahrscheinlich ist. Aber besser, man nimmt sie und hat sie unnötig, als dass man nachher gekillt wird und man hätte sie nicht drauf. Also jetzt muss ich abbauen, ich bringe mir nicht so sehr nicht. Aber normal ist mir nicht dran. Und ich holze mal das ganze Mobiliar hier ab. Weil das bringt immer mächtig Ressourcen. Das war's auch schon mit dem ersten Haus. Ich gehe mal ins zweite. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass unten im Keller immer eine Schatzkiste ist. Und oben ist meistens auch eine. Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Es ist immer eine Schatzkiste hier drin. So, was davon brauche ich denn überhaupt nicht? Pistole brauche ich nicht. Und ich denke, ein Sturmgewehr ist besser als das Salvensturmgewehr, meiner Meinung nach, weil damit kann man besser spielen. Oder ist doch das Salvensturmgewehr besser? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und jetzt kommt die Zone erstmal dahin, wo der weiße Kreis ist. Und selbst dann bin ich doch sicher. Und erst wenn das zu Ende ist, nämlich in 3 Minuten, muss ich mich hier wegbewegen. Ich werde mich auch schon früher wegbewegen, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier so lange Zeit in diesem Haus hier auszuharren. Aber es wäre natürlich nice, weil es ist natürlich nice, weil so habe ich mehr Zeit, mir die ganzen Ressourcen hier zu krallen. Denn hier sind ja wirklich echt viele Ressourcen. Und es sind jetzt schon nur noch 38 Spieler da. Und eine Pumpgun, nein, danke, mit der habe ich schon Bekanntschaft gemacht. Und naja, sie ist nicht ganz so toll. Wie ihr vielleicht aus meinen vorherigen Videos ziemlich herausholen konntet. Oder auch heraussehen. Oder beides. Na gut. Hier haben wir eine Schatzkiste. Was haben wir denn hier? Für schöne Sachen. Eine Maschinenpistole, also den Verband kann ich erstmal aufheben. Die Maschinenpistole, die werde ich nicht nehmen. Und zwar, die könnte ich zwar gegen das Sturmgewehr austauschen, weil das gewöhnlich ist. Tue ich aber nicht, weil ich dann keine Waffe mehr auf mittlere Distanz habe. Die Maschinenpistole ist eine Kurzdistanzwaffe, wie die Schrotflinte, und funktioniert nicht gut auf weite Distanz. Deswegen werde ich bei dem Sturmgewehr bleiben, auch wenn dieses nur normal ist. Also manchmal muss man auch ein bisschen taktisch denken und nicht nur daran denken, was jetzt einfach das bessere Level hat. Muss man einfach machen. Ist einfach das Klügere. Und ich habe immer noch einen Schildtrank verfügbar, wisst ihr ja, seht ihr. Auch wenn ich jetzt ein paar Schildpunkte verliere, kann ich immer noch einen Schildtrank einnehmen, wenn mir gerade danach ist. Was ich ziemlich neu finde. Und jetzt holte ich nochmal die ganzen Zäune hier ab, weil die immer mächtig Holz bringen können. So, da hinten kommt schon die Zone, aber ich bin erstmal im sicheren Bereich. Ich hab richtig viel Holz. Das hier bringt wirklich was, das ganze Holz abzubauen. Weil ich benutze Holz nicht, auch weil ich immer ziemlich gerne baue. Ich wollte einfach so oft vorkommen und es gleich ein beliebtes Baumaterial ist. Es geht zwar ziemlich schnell Schrott, aber dafür ist es halt häufig da. Während die anderen, naja, nicht so leicht aufzutreiben sind.
So, ich werde jetzt auch so. Oh, ich muss die ganze Strecke laufen. Ich werde mich jetzt auch mal darauf zubewegen. Also auf das. Auf die grüne Zone. Wie ich sie nenne. Grüne Zone. So, ich sehe schon, wenn ich hier lang laufe unten, dann muss ich um den Berg rumlaufen und darauf habe ich keinen Bock. Deswegen laufe ich doch lieber oben lang. Und über den Berg. Und ich habe schon wieder über 600 Holz. Das ist echt gut. Denn man weiß nie, was man mit den ganzen Holz alles anstellen kann. Jetzt muss ich allerdings aufpassen, weil da unten könnten tatsächlich Leute sein, hinten beim, bei diesem China-Restaurant oder was da unten steht. Stand da wer? Ne. Nein, ich gehe nicht da lang. Das macht keinen Sinn. Ich brauche ja nicht auf den Berg drauf. Ich gehe einfach hier am Rand vorbei. Da wird schon kein Sniper mehr stehen. Damit könnte ich jetzt schon fast. Mit dem Material, was ich jetzt habe, könnte ich jetzt 74 Holzteile bauen. Das ist echt viel. Jetzt ist es schon 78. Also mit jedem Baum, den ich abholze, werden es 4 bis 5 mehr. Und das ist viel, meiner Meinung nach. Okay, das ist jetzt wirklich genug Holz. 800er Grenze überschritten. Das reicht jetzt. Ich werde mich jetzt lieber. Ich glaube nicht darunter. Ich sehe auch schon auf der Minikarte. Ich werde mich jetzt lieber der eigentlichen Aufgabe widmen, nämlich ins Auge des Sturms zu kommen und vielleicht, wenn ich jemanden sehe, auf dem Le Weg ein paar Leute zu killen. Also ich muss jetzt wirklich. Oh doch, ich schaffe es eigentlich. Es wird nicht knapp. Es wird nicht knapp werden. Es wird nicht knapp werden. Wo sollte ich denn jetzt lang gehen? Was ist das Klügste? Ich sollte nicht da drüben lang gehen, weil man weiß nicht, ob da noch was drin ist. Selbst wenn da keine Person mehr drin ist, kann deine Falle ausgelegt haben und ich habe keinen Bock darauf, von der Falle etwas zu werden. Und die Map ist, naja, nicht ganz. Die ist diesmal nicht ganz so klein geworden, muss ich sogar sagen. Also so viel verkleinert hat sie sich jetzt gar nicht, bis jetzt. Ich gehe jetzt mal hier den schönen Weg lang. Also da komme ich zwar noch nicht in die Zone rein, ich werde gleich vom Weg abbiegen müssen. Aber ich laufe den jetzt erstmal ein bisschen weiter. Oh, die Zone sitzt mir im Nacken. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt keinen Bock, ein paar Leben zu verlieren. Auch ein paar Leben sind wichtig. Und dafür müsste ich dann wieder ein Verband opfern, was aber meistens auch nicht geht. Weil so viel Leben wird mir die Zone nicht abziehen. Und ich kann eh nur bis 75 hoch haben im Verband. Guck an, da liegt sogar noch was drin. Selten, ne? Das lasse ich noch mal kurz mitgehen. Jetzt habe ich ein seltenes Sturmgewehr, das macht ein bisschen mehr Schaden und schießt ein bisschen schneller und ist genauer. Ich höre schon wieder Schüsse, das gefällt mir nicht. Weil ich habe keinen Bock erschossen zu werden. Leute noch, wie komme ich denn jetzt auf diesen Berg hoch? Ich möchte gerne hier drauf. Oha, die verkleinern die Map schon richtig und es sieht aus, als gäbe es ein Finale im Pleasantpark und auf einem Berg. Das hört sich interessant an. Ich bin immer noch teilweise auf dem Berg. Hat sich irgendwer eine richtig große Base gebaut. Also nicht, es hat schon, ich habe, naja, ich habe schon größer gesehen. Aber das ist schon mal ziemlich, oder hat er sich einfach nur auf dem Dach was gebaut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich da aufpassen, weil da wird der Safe noch drin sitzen. Und da ist einer.
Dem werde ich mich jetzt nicht so einfach preisgeben. Oh Scheiße, er sieht mich schon. Nein, 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 nein. Ich würde gerne noch. So. Ich zeige eine kleine Deckung. Wo ist der denn? Der Typ. Ich habe den da doch eben gesehen. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Da vorne steht. Oh, das Ding ist aber nicht gut auf Distanz. Das trifft nicht. Der hat sich nicht im Ernst. Oh, das war knapp, Alter. Der wollte mich von hinten killen. Hätte er versucht, den Jungs. So, hier haben wir echt gute Ausrüstung. Scheiße, die Zone, nein. Ich vergesse immer die verdammte Zone. Jetzt konnte ich das Schusswaffengewehr gar nicht mitnehmen. Boah. Scheiße, scheiße, ich bin low. Ich hab's geschafft, ich bin raus. Mehr oder weniger, wenn da oben jetzt nicht der Typ lauert. Tut er aber leider. Irgendwo lauert er. Deswegen sollte ich mir jetzt mal ein bisschen heilen. Damit ich nicht ohne tot bin. Es war doof, dass ich das Scharfschützengewehr nicht mehr nehmen konnte. Und das hätte mir echt was bringen können. Hätte ich es mitnehmen können. Weil, besonders auf diese große Distanz hier, wo ich mich immer so gern hochbaue. Aber die epische Sky ist auch toll. Oh, das gibt's nicht. Der hat mich weggesniped, ey. Da oben steht der. Ach, in dem Gebäude war er, der, ey. Oh, naja. Sechster Platz, naja, man soll sich nicht beklagen. Nicht so toll wie letztes Mal. Aber egal. Das war's auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.